Schmücke dich, o liebe Seele. Kantate zum 20. Sonntag nach Trinitatis. Ein Sonntag also, an dem in Leipzig Abendmahl gefeiert wurde. Und diese Kantate bezieht sich ja auch aufs Abendmahl. Es ist eine Choralkantate. Zugrunde liegt ihr das Abendmahlslied Schmücke dich, o liebe Seele von Johann Frank, zu dem der Freund Franks, Johann Krüger, die Melodie geschaffen hat. Der unbekannte Librettist hat die Randstrophen wörtlich übernommen und eine mittlere Strophe noch dazu und die übrigen frei umgestaltet in Rezitative oder Arien. Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über diese Kantate. In der Nummer 1 singt der Chor die erste Strophe des Liedes. Motto: Mach dich auf, liebe Seele, du hast eine Einladung, du wirst bei Christus zu Gast sein. Es ist ein groß angelegtes Choralvorspiel. Ich würde den Affekt mit Fange herrlich an zu prangen umschreiben. Ein also prächtiges Stück. Ich vergleiche es auch gerne mit einem fließenden Hochzeitsgewande der edelsten Sorte, vielleicht von Akris oder so. In der Arie Nummer 2 wird dann die Einladung wiederholt und noch verstärkt. Da klopft also Christus selbst an die Herzenstür und möchte hereinkommen. Es ist ein Triosatz für Tenor, Traversflöte, also dieses sehr leise Instrument, und Continuo. Ich erlebe es als erwartungsfroh, leise, man könnte sagen, entzückte Lust. In der Nummer 3 sind dann zwei Liedstrophen verarbeitet. In den ersten paar Zeilen eine Zusammenfassung, die davon spricht, wie kostbar eigentlich die Gaben Gottes sind, die uns gegeben werden. Und nachher dann die Strophe im Wortlaut, spricht vom Hunger und Durst nach den göttlichen Gaben. Nach dem Rezitativ für Sopran und Continuo: Wie teuer sind des heil'gen Mahles Gaben, sie finden ihresgleichen nicht. Hören wir übergangslos dann den Eintritt des Violoncello Piccolo. Dazu singt die Sopranistin die verzierte Choralmelodie. Ach, wie hungert mein Gemüt. Und ich empfinde diesen Gesang als ein Lied in sehnsüchtigem Ton. Mit der Nummer 4, dem Rezitativ, kommen wir dann eigentlich zum Zentrum der Kantate. Es handelt vom Geheimnis des Glaubens, das die Vernunft nicht ergründen kann. Das hohe Werk zu ergründen ist für mich das Thema. Und ich erwähne den lichtvollen Klang der Blockflöten und den sinnierenden Altus. Mein Herz fühlt sich in Furcht und Freude. Es wird die Furcht erregt, wenn es die Hoheit überlebt. In Nummer 5 kann die Seele einfach nur jubeln darüber, dass Christus, Sonne und Licht
in unser Dasein bringt. Es ist die Arie für Sopran und alle Instrumente. Die beiden Blockflöten, die Oboe da Caccia, die Streicher, das Continuo. Und es ist wirklich die Lebenssonne, eine Art von Réjouissance, ein fröhliches Sein, ein bewegter Tanz im Dreivierteltakt. Im Rezitativ Nummer 6 schließlich erwägt die Seele die Größe der Erlösungstat Christi und bittet, dass sie das doch ja nie vergessen sollte und stets der großen Liebe Christi gedenken möchte. Und zwar inniglich gedenken möchte. Sie hören nach dem rezitativischen Wort den Bassisten im Arioso. Und deiner Liebe stets gedenke, stets gedenke. Mit dem Schlusschoral schließlich, das ist die letzte Strophe des Liedes von Johann Frank, bittet die Seele, oder wir könnten jetzt auch sagen, die singende Gemeinde im Gottesdienst, bittet um Hilfe zur würdigen Teilnahme am Heiligen Abendmahl. Der Choral nach Praetorius, prächtig, langsam, groß und schlicht. Jesu war das Brot des Lebens. Mit den Orgelzwischenspielen nach dem berühmten Bach-Schüler Johann Christian Kittel. Karl Graf sagte, ja, genau wie die Gemeinde das singen würde, wir sind versammelt hier, um diesen wunderbaren Choralgesang zu singen. Arbeitsblatt, Buchstabe A, arbeiten wir ab. Es hat dieses Mal nur E, A bis E, also 1, 2, 3, 4, 5 zum Arbeiten. Schmücke dich, o liebe Seele, ich nehme eine etwas tiefere Tonart, nicht diese wunderschöne grüne Farbe in F, sondern eine strahlende in D. Schmücke dich, schmücke dich, o liebe Seele. Lass die dunkle Sünden hüllen. Komm ans helle Lichtgegangen. Schauen wir uns die Melodie an. Die ersten drei Noten von der dritten zur Grundnote hinunter. Jetzt kehrt das um, von unten nach oben. Jetzt haben wir wieder drei Noten, die nach unten gehen. Einen kleinen Kuckuck und jetzt die Kadenz. Dunkle Sünden ist hier mit vier Noten bedient, die dann hier wieder zur Kadenz kommen. Wenn man die Melodie anschaut, denkt man sehr einfach. Kann die überhaupt auf drei zählen? Wenn man sie singt, sieht man, sie ist wunderschönst im Schwung. Und es kommen immer wieder gleiche Kleinigkeiten vor. Zum Beispiel Takt 2. Schmücke dich, o Liebe, Liebe. Eine Aufwärtsbewegung. Wenn wir weitermachen.
lass die Not. Jetzt kommt sie wieder. Sünden. Oder dieses Dunkle. Du, dunkle Sünd. Wenn Sie weiterschauen, letzter Takt der ersten Zeile. Dem der Herr. Sie hören nach unten und die gleiche Figur nach oben. Der weiche Schwung der Melodie, komm, wir singen es doch nochmals miteinander. Und jetzt ein bisschen gewaltiger, ich möchte etwas hören. Eine große Gemeinde singt auch groß. Schmücke mich, o liebe Seele, lass die dunkle Sünden hüllen. Und jetzt nach diesen beiden Stollen, wie das genannt wird, kommt der Abgesang. Aber es ist kein Abgesang, es ist ein Aufgesang. Er jubelt hoch und nimmt diese Figur zweimal. Und nachher ein Intermedium in der dunklen Art, aber auch hier wieder die drei Noten. Na, na, na. Mit Halbschluss. Und jetzt der Schluss quasi, der gleich ist wie der obere Schluss. Na, 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 na. Text hier ist, will selbst herberg ihn. Oben hieß es, lass die dunkle Sünd. Ein guter rhetorischer Zug, etwas am Anfang zu sagen und es am Schluss nochmals zu sagen. Nehmen wir doch den Aufgesang, also Takt 6, denn der Herr voll Heil und Gnade. Denn der Herr voll Heil und Gnade lässt dich jetzt zum Grase laden, den Himmel kann verwalten, viel selbst der Berg in dir halten. Ein königliches Lied von Johann Krüger, der auch Nun danket alle Gott geschrieben hat. Und auch dort wissen wir, es ist ein Lied, das ein Granit ist, eine Bündnerlandschaft im Engadin, die einfach steht und steht und steht und morgen auch noch steht. Ein Hochzeitslied, ein Abendmahlslied. Aber wie steht es eigentlich mit der Perikope, dem Grundlagentext, das an diesem 20. Sonntag nach Trinitatis von der Kanzel zu erschallen hatte? Ja, Sie staunen vielleicht, wenn Sie das hören. Es ist der Bericht von, oder das Gleichnis vom Hochzeitsmahl für den Königssohn aus Matthäus 22. Da heißt es also, das Himmelreich sei zu vergleichen mit einem König, der für seinen Sohn Hochzeit veranstaltet. Und er schickt jetzt die Knechte aus, um die geladenen Gäste einzuladen. Das Fest sei jetzt bereit, aber die kümmern sich nicht darum und gehen wieder ihres Weges. Der König macht einen zweiten Anlauf, schickt nochmals Leute, sie sollen jetzt wirklich kommen. Das Mastvieh sei bereits geschlachtet und der Braten jetzt etwa fertig. Aber die Geladenen wollen wieder nicht kommen. Die einen gehen ihren Geschäften nach. Anderen Boten geht es noch schlimmer. Die werden sogar verprügelt, gar umgebracht. Und der König wird zornig darüber, schickt seine Soldaten, lässt diese Mörder umbringen und die Stadt, wo sie wohnen, anzünden. Und dann heißt es, und jetzt geht halt auf die Straße hinaus, sammelt einfach alles ein, was ihr findet, Hinz und Kunz, wer es ist, Gute oder Böse, die sollen kommen, mein Haus muss voll werden. Und das geschieht dann auch. Sie suchen Gute und Böse und der Festsaal wird voll. Und schließlich kommt der König, schaut sich um, schaut diese Gäste an und sieht einen, der kein hochzeitliches Kleid hat
und fragt, wie bist du hereingekommen? Bindet ihn und werft diesen Kerl hinaus in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Nun würden Sie gerne eine Predigt halten über diesen Text. Martin Luther hat gesagt, das sei ein schreckliches Evangelium. Und wir wissen leider nicht, wie der Pfarrer Christian Weise in der Thomaskirche in Leipzig damals gepredigt hat darüber. Sie ist nicht erhalten. Aber wir können uns einiges vorstellen anhand des damals weit verbreiteten biblischen Kommentarwerkes von Johann Olearius. Ein umfangreicher Bibelkommentar, der sicher in jedem Pfarrhaus vorhanden war und aus dem die Pfarrer sich vorbereitet haben. Und dort erfahren wir, wie Olearius oder wie die Theologie damals dieses Gleichnis interpretiert hat. Sie haben gesagt, hier geht es eigentlich um die geistliche Hochzeit Christi mit der gläubigen Seele. Der Königssohn ist eben der Gottessohn, Christus. Und diese geistliche Hochzeit, die findet hier auf Erden einmal statt, aber sie wird sich dann im Himmel erst recht noch vollenden. Olearius gibt dann Tipps, worauf man achten soll auf der Predigt. Es sei eine Hauptlehre zu beachten, das sei nämlich, dass man bedenke, diese Größe des Seelenbräutigams, dass er uns versorgt mit seinem Wort und eben auch mit dem Sakrament des Abendmahls. Zweitens soll man den Haupttrost erwähnen, das sei dann eben die herzliche Liebe des Seelenbräutigams. Und, das muss ja noch kommen, eine Hauptermahnung. Die geht dann an die Leute, die eben nicht kommen wollen, die an ihrer Tür den Riegel vorschieben, damit niemand hereinkommen kann. Sie verachten das Abendmahl und zeigen keine Reue. So etwa muss gepredigt worden sein darüber. Und was wir jetzt machen möchten, ist nochmals durch die einzelnen Nummern hindurchgehen mit Kommentaren, vor allem zum Charakter des Stückes, zum Affekt, wie das heißt, im barocken Bereich. Man könnte auch sagen, die Atmosphäre, die Bach gewählt hat, um diesen Worten musikalisch Ausdruck zu geben. Und dann möchte ich noch ein zweites musikalisches Ziel Ihnen präsentieren, nämlich die Verbindung einzelner Inventionen, einzelner Themen mit dem Choral, denn wir haben ja eine Choralkantate. Ich möchte mit dem ersten Satz beginnen und ich habe für Sie einige Notizen gemacht. Auf Buchstabe Bertha sehen Sie drei Zeilen. Das ist eine kleine Partitur, oben die Streicher unisono, in der Mitte das Basso Continuo, also Cello, Fagott, Violone, Orgel und unten die beiden Flauto Dolce, die Oboe und die Oboe da Caccia, also die Holzbläser genannt. Ich beginne mit der mittleren Zeile. Und so weiter. Wenn ich diese Bassnoten nehme, etwas langsamer spiele, wir haben eine Feierlichkeit in diesen Bassnoten. Denken Sie zum Beispiel an Seated one day at the organ, I was weary and ill at ease. Die wunderbare Geschichte des Organisten, der in nächtlicher Stunde das göttliche Amen fand, also die Inspirationquelle in sich. Oder im Magnificat, 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 Magnificat. Oder wachet auf. Wenn ich diesen Choral so harmonisiere mit diesen drei Schritt, dann klingt er groß und edel. Da meine ich die Prächtigkeit zu hören, dieses große Fließende des Hochzeitsgewandes. Nun kommen die Bläser dazu. Man hat förmlich den Eindruck, es sei ein Dom, der sich öffnet. Wenn dann die
erste Blockflöte in das hohe F hinaufgeht. Zusammen klingt das etwa so. Und nun der Tanz. Die Violinen, die Viola, sie spielen zusammen, also unisono. Sie machen. Sie sind völlig begeistert. Sie haben immer die gleiche Wiederholung. Ich habe Pfeile gemacht. Din tira, tara, tara, tam tara, tari, tari, ham, tim tara, di tam, tim tara, da. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich sag's dir nochmals. Ach, ach. Oh, ah, für alle anderen, was haben die wieder und turteln herum? Aber für die Liebenden, ja, ist es die Erfüllung, es nochmals zu sagen, es nochmals zu sagen. Das bräutliche Gefühl. Und dann die Ausweitung des Umfanges. Tim-tira-da-da, tiri-tam, tiri-ta. Alle Noten, die hohen, die mittleren und die tiefen. Man könnte sagen, die Violinen spielen mit den Bratschen zusammen alles. Die Oberstimme, die Mittelstimme und die Unterstimme. In diesem Moment liegt für mich die Pracht und das Anmutige und das Hochzeitliche. Wenn wir jetzt überlegen, wie das weitergehen muss, die Einladung kommt, ein Zitat aus der Johannes-Offenbarung, dass Jesus anklopft an die Tür. Der Dichter Frank war hat das eigentlich schöner ausgedrückt. Komm, Liebster, lass dich küssen, lass mich deiner nicht mehr missen. Der Bearbeiter hat es vielleicht realistisch gesehen, ist man nicht sehr verdattert, wenn der Bräutigam plötzlich dasteht, der lang Ersehnte. Wenn wir das uns nun anhören, was Bach macht, nochmals das Continuo alleine zuerst, da hören Sie das Klopfmotiv. Wir haben es auch so besetzt, mit ganz, ganz kurzem Staccato des Fagottes, ohne Cello, nur mit Kontrabass. Dazu die Flötenstimme. Bach-Kenner unter Ihnen werden staunen, dass Bach eine solche Harmonie wählt. Ich zeige Ihnen das gleich. Die hohen Frauenstimmen, die Soprane, singen bitte. Na. Die tiefen Frauenstimmen, die Altstimmen, singen. Na. Und die mittleren Männerstimmen, und die tiefen Männerstimmen. Hey, Sie müssen wechseln, hallo. Herrgott, und im Appenzellerland, diese Schande. Das, dem sagt man Gradheber. Aber Sie müssen wechseln, nur die mittleren Männerstimmen dürfen bleiben. Ja. Probieren wir es nochmals. Sie können nicht Ja sagen, sondern sagen Sie eher Jo, so ein bisschen kehliger. Also. Ja, da haben wir schon einen Harmoniewechsel, aber bei Bach geht es länger, bis eine Harmonie sich wechselt. Singen Sie leise nochmals Ihren Akkord. Müssten Sie dann wechseln. Also Bach bleibt lange, 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 lange. Das ist für ihn sehr erstaunlich. Er wechselt außerordentlich gern die Harmonien. Es ist die Erstarrung in der Vorfreude, was kommt. Und nachher kommt die Flöte und macht. Sie hören wieder hier die Klopfzeichen der Flöte. Aber was macht die Flöte sonst? Das könnten Sie auf Ihrem Blatt noch nachschauen. Cäsar. Und zwar Takt 3. Sie müssen etwas nach rechts fahren. Sie weitet den Umfang immer mehr aus. Und dann haben wir diesen Eindruck der entzückten Lust in diesem Stück. Habe ich sehr den Eindruck. Was macht der Tenor, wenn er kommt? Er singt Cäsar, Sie können mitlesen. Ermuntre dich, ermuntre dich. Und wenn Sie die kleinen Kreuze anschauen,
Könnt ihr weitermachen? Wenn Sie oben den Choral schauen, schmücke dich, schmücke dich, schmücke dich. Vielleicht ist das meine Beobachtung, vielleicht ist dies die Bachsche Ableitung. Wir wissen, dass seine Schüler in ihren Lehrschriften immer wieder betont haben, wie man aus zwei oder drei Choralnoten Material für eine Arie finden können. Und Kittel sagt, ich habe das gelernt bei meinem alten Meister und habe es 50 Jahre ausprobiert. Ich denke, Bach war sich von unglaublich vielen Sachen bewusst. Also wie Sie hören, hier eine Arie der Ermunterung und der Freude und der Zartheit. Denn eine Traverso spielt nicht laut. Bei Nummer 3 eben nun um die Kostbarkeit der Gaben. Frank hat in seinem Lied gedichtet, zwar in Kaufung teurer Waren pflegt man sonst kein Geld zu sparen, aber du willst für die Gaben deiner Huld kein Geld nicht haben, weil in allen Bergwerksgründen kein solch Kleinod ist zu finden, das die blutgefüllten Schalen und diese Manna kann bezahlen. Sehr malerisch ausgedrückt, es gibt gratis etwas, das man eigentlich gar nicht bezahlen könnte. In der Liedstrophe, dann die wörtlich übernommen ist, geht es um den Hunger nach dem Wort und nach den Gaben Gottes. Wie pfleget mich zu dürsten? Und am Schluss dann dieser eigenartige Ausdruck, wünsche stets, dass meine Gebeine sich durch Gott mit Gott vereine. Also, Jesus hat ja gesagt in seinem Abschiedsgebet, er bete darum, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien. Aber was hat das mit den Gebeinen zu tun? Es müsste doch mit meinem Herzen oder so heißen. Nun, ich habe nachgeschaut, der Dichter hat hier eine Anleihe aus dem Alten Testament genommen. Dort in den Psalmen und zum Teil auch im Hiob-Buch sind die Gebeine nicht einfach unsere Knochen, sondern sie sind auch der Sitz unserer innersten Empfindungen und Gedanken. So heißt es zum Beispiel, dass die Gebeine erschrecken können. Oder dass Gott die Gebeine bewahrt und sie stärkt. Oder die Gebeine sprechen sogar zu Gott und sagen, Herr, wie bist du groß, dass du Elende rettest? Oder es heißt, wenn Gott Freude schenkt, werden die Gebeine fröhlich. Oder in den Sprüchen kann man lesen, fröhlicher Blick erfreut das Herz, gute Botschaft erquickt das Gebein. Und eben in diesem Stück kommt das Violoncello Piccolo vor. Zuerst singt die Sopranistin von dem teuren heiligen Mahl und dass man den Tand der Welt doch auf der Seite liegen lassen sollte. Und am Schluss singt sie, ein Gotteskind wünscht diesen Schatz zu haben und spricht, ach, wie hungert mein Gemüt. Sie erkennen die Choralmelodie, aber Bach macht das anders. Wenn Sie doch Ihr Arbeitsblatt nehmen, bei Dora sehen Sie die mittlere Zeile, nämlich die Worte spricht. Ach, wie hungert mein Gemüt. Rhetorische Mittel, nämlich der Pausa. Ach, wie hungert. Und ein anderes Mittel der kleinen Superjektio, einem Überwurf. Ach, wie hungert. Und jetzt nicht mein Gemüt. Wäre auch schön, er macht mein Gemüt. Was macht das Violoncello Piccolo? Oben sehen Sie es. Immer das
das gleiche Motiv in kleinen Abwandlungen und es ist, als ob diese Figur rund um die Sopranstimme durchgeht und es einhüllt und es einlullt, auch mit diesem tiefen Bedürfnis nach. Wenn wir es ein bisschen anschauen, die Melodie, sehen Sie die kleinen Kreuzchen. Und wenn wir das übersetzen auf den Choral, schmücke, 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 die Rada, wieder die drei Noten, vielleicht auch weit hergeholt, aber vielleicht hat Bach sich auch da etwas gedacht. Halleluja, ich weiß es nicht. Das Violoncello Piccolo ist ein wundervolles Instrument mit einem ganz hellen, zarten Ton und hat eine zusätzliche Saite nach oben. Also es hat das tiefe C, das G, das D und das A und dann noch das E dazu. Man kann dann die hohen Lagen sehr virtuos spielen. Der Klang allerdings ist sehr mild und sehr empathisch. Und es ist interessant, dass in den 9 bekannten Kantaten, wo Bach das Violoncello Piccolo verwendet hat, eigentlich immer solche Texte sind. Und Sie hören, die Sache ist so wichtig, dass sogar die Trogener Kirche zu läuten begonnen hat. Nun kommen wir zur Mitte der Kantate Nummer 4. Und da geht es ja um jenes Geheimnis, das in der Religionswissenschaft bezeichnet wird mit dieser Spannung zwischen dem Faszinosum und dem Tremendum. Also einerseits das, was uns fasziniert, lockt, begeistert und andererseits das, was uns Angst macht und zum Zittern bringt. Denn verstehen kann man das ja eigentlich nicht. Man kann nur staunen über die Liebe des Erlösers. Und die Frage ist jetzt, was Johann Sebastian Bach wohl wichtiger gewesen ist. Hat er mehr das Tremendum betonen oder das Faszinosum hervorholen wollen? Eine sehr wichtige Frage beim Setzen der Musik. Und es ist hier das Weiche, Gütige und Liebevolle, das absolut überwiegt. Die Furcht wird kaum dargestellt. Hören Sie den Anfang doch. Mein Herz fühlt sich in Furcht und Freude. Man hört vielleicht das Zittern des Menschen, der sagt, bin ich würdig, das Abendmahl zu nehmen? Darf ich es? Verstehe ich es? Was soll ich tun? Ich verstehe vielleicht gar nicht die unglaubliche Breite dieses Ereignisses. Wir haben dann die hellen, klaren Flöten. Und wenn Sie jetzt zuhören, und mit lutzschen Ohren hören, singen Sie doch mal mit. Na, na, na. Singen Sie die ersten drei Noten des Chorales. Schmücke dich. Hier nun bin ich sicher, dass Bach ein Choralzitat hingesetzt hat und sagt, das ist eine ganz wesentliche Botschaft. Wie wird das Geheimnisvolle dargestellt? Es wird die Furcht erregt. Karl Graf, was für ein Akkord müsste das sein? Bei erregt. Haben wir schon einmal gehabt, ja. Das geht nicht. Verminderter Septakkord. Ein verminderter Septakkord, richtig. Wenn es die Hoheit überlegt. Jetzt kommt das Geheimnis. Wenn es sich nicht in das Geheimnis findet. Das wäre nicht geheimnisvoll. Wenn es sich nicht in das Geheimnis findet. Und jetzt noch durch Vernunft das hohe Werk ergründet. Passionsklänge, was könnte man meinen, die Matthäus-Passion würde bald geschrieben, was ja auch stimmt. Weshalb bei diesem Wort, dieses hohe Werk ergründen, überhaupt Passionsanklänge? Ja, gewiss, es ist ja unergründlich, denn dieses Werk hat Christus ans Kreuz gebracht, hat den Tod gekostet und das kommt natürlich hier auch in der Musik zum Vorschein.
So empfinde ich es auch. Und am Schluss die Freude, die hört man übersprühen. Die Freude habe wird gestärket. Und jetzt lieblich wie der gute Hirte, wenn sie des Heilands Herz erblickt und seiner Liebe Grüße merket. Und gleich anschließend die zauberhafte Sopranarie. Synkope, Synkope, jetzt großer Schwung, noch höher. Jetzt sitzt der Vogel hoch auf dem Wipfel. Wozu diese Freude, Karl? Ja, es kommt ja nachher gerade noch, dass man sicher ist, dass Christus für uns ist und uns alles geben will. Wer soll es eigentlich fassen, man sich nur darüber freuen. Aber Glauben, wenn Sie die letzten drei Zeilen dieser Nummer 5 anschauen, da kommt ein typisches Glaubensbekenntnis. Die Seele sagt, ich will dir ja treu sein, aber mein Glaube ist noch schwach und ich hoffe, du nimmst ihn an. Ich erinnere mich an in diesem Zusammenhang jenes schöne Wort, das der Vater des kranken Knaben sagt, weil Jesus zu ihm sagt, es ist alles möglich dem, der glaubt, sagt denn der Vater, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Dieser Gedanke klingt hier an. Wie macht das Bach? Er nimmt die gleiche Melodie, dreht um, du wirst meine Treue sehen und dir Glaube mich verschmähen, dir doch schwach. Und furchtsam ist er noch schwach und furchtsam ist. Und er dreht die Melodie einfach in die Richtung, was vom Text verlangt wird. Zurück aber zum Ritornell. Ich habe die Réjouissance erwähnt. Sie kennen wahrscheinlich aus der 4. Orchestersuite die Réjouissance, was einfach bedeutet, ein fröhliches Sein zusammen, wenn Sie sich erinnern mögen, ich probiere es zu transponieren, dass wir die gleichen Tonart haben. Auch der Dreivierteltakt, 1, 2, 3 und die Synkope. Oder natürlich aus dem Weihnachtsoratorium, nur ein Wink von seiner Hemden stürzt den mächtigen Wald und Text weiß ich leider nicht mehr. Wenn wir es anschauen, der gleiche Takt. Synkope, nochmals eine Synkope. Beim Weihnachtsoratorium, er macht einen Wink und die Mächtigen werden stürzen. Bei der Réjouissance, die Freude und hier die Lebenssonne. Und dann aber die Mahnung, die Hauptmahnung, man soll sich anständig vorbereiten zum Abendmahl. Das hat schon manchem Herz Kummer bereitet. Ja, es ist ja ein, wie soll ich sagen, ein unaushaltbarer Irrtum, dass man etwa sagt, also wer zum Abendmahl gehen will, der muss frei von Schuld sein und muss mit seinen Nächsten und alles, was Gott gegenüber ist, im Reinen sein. Wenn es so wäre, dann dürfte ja eigentlich niemand am Abendmahl teilnehmen. Alle sind zum Abendmahl eingeladen. Im Gleichnis hieß es ausdrücklich, suche Gute und Böse und bringt sie. Alle sind eingeladen. Aber es kann ja sein, dass jemand sich gar nicht bewusst ist, was da geschieht. Und der Apostel Paulus sagt, es solle sich jeder prüfen, was da geschieht und dann von diesem Brot essen. Wenn ich jetzt also sage, würdige Teilnahme heißt, sich bewusst sein, was ich da an einem Gemeinschaftsmahl mit Christus teilnehme und er mir seine Gaben schenken will. Und mich die Frage, will ich das überhaupt? Oder bin ich der Meinung, ich benötige das gar nicht?
In dieser Richtung müssen wir nachdenken, was es heißt, würdig am Abendmahl teilnehmen. Und im Rezitativ Nummer 6 wird ja der Gedanke gebracht, das wäre ja das Schlimmste, wenn ich das alles vergäße und nicht mehr daran denken würde, was Christus für mich getan hat. Bach macht das mit diesem Arioso. Und deiner Liebe stützete Sie sehen, die abwärts steigende Melodie ist wieder da. Etwas wollte ich Ihnen noch erzählen und im Sturm der Begeisterung ist es mir entfallen. Buchstabe E. Schauen Sie doch nochmals die Bezüge zum Choral an. Unten das Gekritzel. Ich gebe nochmals die Réjouissance zum Besten. Das D, das C und eine Gruppe von Bs. Jetzt das C und das D. Das viele F, das S und das D mit der Auflösung. Und wenn Sie diese Töne zusammennehmen, haben wir... Ist das nicht wunderbar? Das hätte ich nicht vergessen dürfen. Wir sind nun aber schon bereits beim Schlusschoral angelangt und bei den Schlussgedanken, wo es ja dann heißt... Dass ich auch wie jetzt auf Erden möge ein Gast im Himmel werden. Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, diese geistliche Hochzeit, die findet zunächst hier auf Erden statt, aber sie wird sich dann im Himmel einmal vollenden. Denken Sie an die Passionsgeschichte, als Jesus das heilige Abendmahl einsetzte, mit den Jüngern Brot und Wein teilte, nachdem er den Kelch ihnen gegeben hatte und sagte, trinket alle daraus, heißt es dann, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, da ich neu trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Die Antwort auf die Frage, die wir uns heute gestellt haben, diese Seligkeit zu finden, Matthäus Passion. Jesus setzt diesen Text ein und Bach hat ihn vertont. Und wir danken Ihnen herzlich für Ihr Zuhören.